Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Fallout New Vegas. Wir sind gerade bei Kate in der fantastischen Garage von Michelangelo und wollen erfahren, wer ist denn das? Er ist der Grund, warum der Strip wie ein Stern am Nachthimmel strahlt. Mike hat jedes Schild, jede Plakattafel und jedes Licht der Gegend entworfen. Schauen Sie mal hinterm Laden, dort arbeitet er normalerweise. Ich bin jetzt seit über einem Jahr hier, obwohl es mich eigentlich nie lange an einem Ort hält. Ich plane später ein wenig im Ödland herumzuziehen. Die Leute dort brauchen Wärme und Freundlichkeit. Da draußen gibt es zu viel Furcht und Leid. Also ich glaube, dir geht's hier besser als woanders. Tschüss. Ja, aber das sieht richtig geil aus hier. Aber... der Michael, der Angelo... da weiß ich nicht, wo der sein soll. Hm. Gehen wir mal wieder. Weil hier scheint sich jetzt nicht so viel Geheimnis zu verbergen. Tragen Sie im Casino lieber keine Waffen. Jo. Wir tragen keine Waffen. Alles klar. So, jetzt gehen wir mal ins Tops und finden heraus, finden raus, wie schnell das Spiel abstürzen kann. Haben wir. Und jetzt machen wir mit anderen Sachen weiter. So, ist das hier das Tops oder was? Wer bist du denn da? Hat die Einschienenbahn hochgejagt. Sie sind ein bis später. Wer immer sie auch sind. Tops. So, hier müssen wir jetzt alle Waffen abgeben. Hey, hey, guter Mann. Herzlich willkommen im Tops Hotel und Casino. Ich muss Sie bitten, mir all Ihre Waffen auszuhändigen. Klar, bitteschön. Locker und lässig, so gefällt mir das. Keine Sorge, bei uns sind Sie absolut sicher, bis Sie wieder gehen möchten. Oh, und ein Rat unter Freunden. Wenn Sie während Ihres Aufenthalts Waffen finden, tragen Sie sie nicht offen. Alles klar? Da wir dieses kleine Geschäft erledigt haben, was kann ich tun, damit Ihr Aufenthalt im Tops auch tatsächlich top wird? Du könntest dir vielleicht mal einen kleineren Schreibtisch kaufen, weil irgendwie... Moment mal. So, können wir jetzt reden? Sehr gut. Genießen Sie Ihren Aufenthalt? Wo haben Sie meine Waffen hingebracht? Entspannen Sie sich. Denen passiert nichts. Wir bewahren Sie in der Bank im Obergeschoss auf, direkt neben dem Geld. Sie sind bestens geschützt. Mhm. Was kann man hier ansonsten noch machen, außer sich seine Waffen wegnehmen zu lassen? Alles, was Ihr kleines Herz begehrt. Sie zocken gerne? Volltreffer. In beiden Flügeln gibt es Karten, Automaten, was auch immer Sie wollen. Hungrig? Durstig? Im Restaurant beim linken Flügel finden Sie das beste gastronomische Angebot in Vegas. Oder haben Sie eher Lust auf eine Show? Das Aces Theater im Obergeschoss bietet stets heiße Attraktionen. Sollten Sie nicht verpassen. Tschüss. Viel Spaß, Baby. Vielleicht brauchen die einen Comedian. Ich kenne da einen. So. Schön, Sie wiederzusehen. Willkommen im Tops. Was kann ich heute für Sie tun? Wer sind Sie? Sie waren schon länger nicht mehr auf dem Strip, was? Mein Name ist Swank. Das hier ist mein Laden. Ich dachte, dass Benny dieser Laden leitet. Benny ist Geschäftsführer, klar. Aber ich bin fürs Tagesgeschäft zuständig. Ich bin seine rechte Hand, verstanden? Ich möchte mir ein paar Kronkorken dazu verdienen. Gibt es hier irgendwelche Jobs? Sie sollten mal mit Tommy Torini oben im Aces reden. Er hat immer Arbeit für Talentsucher. Talentsucher, ha. Können Sie mir das Wichtigste über New Vegas erzählen? Aber klar doch. Was wollen Sie wissen? Was halten Sie von der Feinschmeckergesellschaft? Ganz schön unheimliche Typen, wenn Sie mich fragen. Klar, sie geben sich höflich und zivilisiert, aber irgendetwas ist da faul. Mhm. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ihr Ressort ist erste Sahne, aber mein Bauchgefühl sagt mir, geh nicht in den Keller. Sprechen wir über was anderes? Klar, was immer Sie wollen. Nettes Plätzchen hier, erzählen Sie mir mehr darüber. Das Tops? Klar, sicher. Wenn Sie was drüber wissen wollen, ist der alte Swank genau der Richtige. Wir haben alles, was Ihr Herz begehrt. Spielautomaten hinten, Karten und Roulette vorn, erstklassige Unterhaltung oben im Aces Theater. Und obendrein wird Ihre Sicherheit persönlich von den Vorsitzenden und der Securitron-Polizei von Mr. House garantiert. Willkommen im Tops. Mhm. Wollen wir petzen? Ich denke, Sie sollten etwas über Benny erfahren. Tatsächlich. Sie haben was über den Big Boss zu sagen, was? Warum sagen Sie es ihm nicht einfach ins Gesicht, anstatt mich hier voll zu sabbeln? Ich glaube nicht, dass es Ihnen gefallen wird. Sieht aus, als ob Benny sein eigenes Spiel spielt. Was? Wovon reden Sie? Benny wollte mich umbringen und hat den Platin-Chip gestohlen, den ich ausliefern sollte. Das ergibt keinen... Warum sollte er sowas machen? Haben Sie sonst noch was im Angebot? Er wollte es wie einen Zufall aussehen lassen. Nur ein Raubmord irgendwo in Ödland. Er versucht, den Obermacker übers Ohr zu hauen? Verrückter Dreckskerl. Haben Sie sonst noch was? Das war's. Was denken Sie? Heilige Scheiße, da haben wir wohl ein echtes Problem. Ich kann gar nicht glauben, dass Benny so ein Wichser ist und Haus benutzen will. Wissen Sie was? Ich rufe Benny an und halte ihn von seiner Suite weg, damit Sie sie durchsuchen können. Hier, der Schlüssel. Sie ist im 13. Stockwerk. Das Zimmer mit der Doppeltür. Können Sie nicht übersehen. Vielleicht finden Sie etwas, was wir Mr. House zeigen können, damit Benny verhaftet wird. Okay, ich mach's. Sehr cool. Hier ist Ihr Zeug, falls Sie unerwünschte Gesellschaft bekommen. Ich sage den Jungs, dass sie Ihnen die Waffen nicht abnehmen sollen. Dann mal los. Die Aufzüge sind hinter den Spielautomaten zu Ihrer Linken. So, ja, müssen wir wieder ein bisschen skillen. Was wollte ich denn skillen? Und ihr habt in den Kommentaren geschrieben, ich wollte das immer skillen und hab's nicht. Ich weiß das gar nicht mehr. So, Wissenschaft, Überleben. Wir haben jetzt alles Wichtige eigentlich auf 50, bis auf Reparieren. Medizin könnten wir hochziehen. Dann kriegen wir mehr Heilung durch Stimpacks. Falschen wäre wahrscheinlich auch nicht falsch, je weiter wir im Spiel voranschreiten. Schleichen wäre wahrscheinlich auch nicht falsch. Jetzt nehmen wir dann erstmal Medizin auf 50. Und dann würde ich sagen, naja, Schusswaffen ist das, was wir hauptsächlich verwenden. Oh, ein weiterer Perk. Dann gucken wir mal. Läuterer, Sie fügen Zentauren nach... Nein. Mit dem extra Adamantium-Skelett erleiden Ihre Körperteile nur noch 50% des normalen Schadens. Wie geil ist das denn, bitte? Hä? Hm. Mit dem extra schneller Stoffwechsel erhalten Sie Verwendung von Stimpacks einen Gesundheitsbonus von 20%. Das ist auch nicht schlecht. Robotik-Experte. Fügen Sie jedem Roboter an. Nein. Wenn Sie Ihren Gegner denken, nein. Tierfreund, nein. Nerd, nein. Nachtmensch, nein, nein. Okay, also diese vier hier sind interessant. Roboter, 3. Stimpack 20%. Also das wäre ja mehr als das, ne? Oder bin ich da jetzt total durcheinander? Ich habe das Telefon hingeschmissen. Ich schuft. So. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das so einfach hinbekommen. Einfach den Benny in seiner Suite gehen. Hab länger keine Jungs in Tarnfarben gesehen. Seit dem großen Knall haben sie wohl die Hosen voll. Der Aufzug befindet sich hinten hinter den Spieltischen. Müsste der nicht eigentlich angezeigt werden auch? Habe ich das nicht als Quest? Aufgaben. Restaurant. Achso, das ist Präsidentensuite. Das ist nicht das, was ich suche. Was ist hier? Keine hektischen Bewegungen in der Nähe vom Boss. Verstanden? Das sind alles Vorsitzende hier. Wo? Oben ist, ja, genau, hier ist die Kassiererin. Ab in den 13. Stock. Oh. Nee, Hi. Hi, Wo muss ich hin? Ich bin hier gerade irritiert. Hinter den Roulette-Tischen. Du hast ein Problem, gute Frau. Du hast nämlich da ein Fliegennetz im Gesicht hängen. So. Aufzug, kein Zugang. Kein Zugang. Kein Zugang. Ha! Benny ist abgelenkt, der steht da unten rum. Und deswegen schauen wir uns... Deswegen schauen wir uns seine Suite an hier. Hier ist jedenfalls der 13. Stock. Da hinten sind Wachen. Wir knacken mal die Türchen. Ist das wohl Bennys Zimmer? Nein. Zumindest spricht im Moment noch nichts dafür. Stripbrief 6. Es leckt schon wieder verdächtig. Ich glaube nicht, dass das Spiel noch lange durchhält, ehrlich gesagt. Und dabei ist es eben schon einmal abgestürzt. Ich will jetzt auch keine große Schießerei hier verursachen, ehrlich gesagt. Das gibt auch nicht Punkte hier. Und es leckt. Es leckt gewaltig. Es kann eigentlich nicht mehr lange gut gehen. Ein Bleistift, der schwebt in der Luft. Warum auch nicht? Mein Hunger hat zugenommen. Dann sollten wir mal ein Hilfsmittel zu uns nehmen. Braming Steak. Njam, njam, njam. Nom, nom, nom. Nächstes Schloss. Jetzt ist es nicht mehr so am Lecken. Ja, ob es hier wohl noch mehrere Teile von den Briefen gibt. Ob ihr mich schon wieder den Monitor... Ups. Frühlingsoutfit, da sehe ich bestimmt aufreizend drin aus. Ob ihr mich vielleicht schon wieder angeschrien habt oder den Monitor, weil ich irgendwo einen Brief übersehen habe. Vielleicht sollten wir den auch mal erstmal lesen, damit wir irgendwie die Infos ranbekommen. Ups, Daten. Sonstige... Liebe Tracy, die Dinge laufen gut für mich hier in Vegas. Ich hatte in letzter Zeit Glück an den Tischen mit fast immer Mark. Tracy und Mark. Zur Not haben wir noch 17 Haarklammern. Und Wunderkleber. Oh, hast du mich erschreckt. Da hat es uns leider zerfleddert. Jetzt müssen wir mal eben... Ist das eine feindliche Wache? Nö, die macht irgendwie nichts. Ja, da können wir uns mal ein bisschen umschauen. So, sorry, da war ich eine Sekunde abgelenkt. Vorkriegshut. So, wir suchen Beweise. JM, das Jugendmagazin. Negligé. Was macht Benny denn mit dem Negligé? Die Vertreterwoche. Wir nehmen erstmal jede Menge Magazine mit hier. Vorkriegsgeld. Da kann er sowieso nichts mit anfangen. Jetzt nehmen wir da mal mit hier. Nicht, dass das wegkommt. Ich weiß ja nicht. Der hat vielleicht eine komische... Oh oh. Ich bin... Also der das wäre ja... So. Der Ja-Sager. Hallo. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Was kann ich heute für Sie tun? Was machen Sie hier? Gute Frage. Meine Aufgabe ist es, das Datennetzwerk von Mr. House zu überwachen und seine verschlüsselten Sendungen zu dekodieren. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin ein Securitron vom Typ PDQ88B. Aber Sie können mich Ja-Sager nennen. Warum nennt man Sie Ja-Sager? So nannte mich Benny immer. Wahrscheinlich, weil ich darauf programmiert wurde, so hilfsbereit zu sein. Hast du Benny gesehen? Er war vorhin noch da. Wahrscheinlich ist er jetzt unten auf der Casino-Etage. Sie können hier auf ihn warten, wenn Sie wollen. Ich kann Sie nicht bitten zu gehen. Benny hat mir einen Platin-Chip gestohlen. Weißt du, wozu er dient? Sicher. Benny hat ihn mir einige Male gezeigt. Es ist ein Datenspeicher, so eine Art Holoband, aber viel fortschrittlicher. Und was den Inhalt betrifft, in Datenübertragungen von Mr. House klang es so, als könne man mit dem Chip irgendein Upgrade seiner Verteidigungssysteme vornehmen. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Der Chip hat ein eigenes Format. Sie bräuchten besondere Hardware, um den Inhalt lesen zu können. Im Netzwerk gibt es zwei Orte mit Nicht-Standard-Hardware. Das Lucky 38 und eine Einrichtung unter dem Fortification Hill. Dort würde ich suchen. Was hat Benny mit dem Chip vor? Oh, er will Mr. House töten und mit dem Platin-Chip meine neuronale Rechenmatrix in den Zentralrechner des Lucky 38 kopieren. Damit sollte ich Kontrolle über alle Verteidigungssysteme von Mr. House erhalten. Vor allem über die Securitrons. Und dann mache ich, was Benny sagt. Das ist ja sehr Du bist ja sehr freizügig mit diesen Informationen. Ich wurde programmiert, um zu helfen und alle Fragen zu beantworten. Allerdings hat wohl keiner erwogen, den Kreis der Fragenden einzuschränken. Was wahrscheinlich ziemlich dumm war, oder? Wie wäre es, wenn ich Bennys Plan umsetzen wollen würde? Dann müsste ich Ihnen helfen. Offensichtlich will Benny das nicht, aber es ist nicht mein Fehler, dass ich nicht Nein sagen kann. Was sind die Einzelheiten des Plans? Oberstes Ziel ist es, Mr. House auszuschalten und meine neuronale Rechenmatrix im Zentralrechner des Lucky 38 zu installieren. Ihnen als Neuankömmling würde ich auch noch empfehlen, sich mit den Stämmen der Region vertraut zu machen, sodass Sie besser einordnen können. Bis Sie all das erledigt haben, sollte die Legion kurz vor dem Angriff auf den Hoover-Damm stehen. Und wir werden die letzte Phase des Plans einleiten. Mal angenommen, Mr. House hätte einen Unfall. Wie würde das passieren? Da muss ich eine Wissenslücke einräumen. Ich war noch nie im Lucky 38. Das hat noch niemand geschafft. Aber Mr. House ist dort drin. Es ist der zentrale Knoten seines Netzwerks. Mhm. Ich war im Inneren des Lucky 38. Wirklich? Wow! Erstaunlich! Dann können Sie Mr. House ja jederzeit ermorden. Benny hat immer nur darüber geredet, wie er ins Lucky 38 hineinkommt. Aber Sie haben das Problem bereits gelöst. Beeindruckend! Was Sie jetzt noch brauchen, ist der Platin-Chip. Sie wissen doch, der, für den Benny einen Kurier in der Nähe von Good Springs umbrachte. Das bin ich. Was weißt du über den Kurier, den Benny erschossen hat? Ich wusste, dass er den Platin-Chip trägt. Und ich wusste genau, wo Benny auf ihn warten müsste. Darum hat mich Benny hierher gebracht, um die Datenübertragungen von Mr. House zu überwachen. Sie sind kodiert, aber ich bin ein guter Entschlüsseler. Wussten Sie, dass Mr. House allein letztes Jahr 812.545 Kronkorken für die Bergung des Platin-Chips ausgegeben hat? Natürlich nicht. Oder dass es 7 Kuriere gab, von denen 6 Müll trugen? Wie wäre es mit genauen Routen und Informationen über die Söldner, die sie beobachteten? Ich wusste das alles. Ziemlich schlau, oder? Ich bin der Kurier, der den Benny erschossen hat. Nee, wo ist der Platin-Chip? Benny trägt ihn immer bei sich. Er ist wohl so paranoid zu glauben, dass ihm jemand ihn wegnehmen könnte. Der Platin-Chip ist der Schlüssel zur Überbrückung und Ausnutzung der Sicherheitssysteme von Mr. House. Sagte ich gerade Ausnutzung? Das ist kein sehr schönes Wort. Sobald ich den Chip habe, was passiert dann? Ich würde ihn an Ihrer Stelle sofort zu Mr. House bringen. Dann glaubt er, Sie helfen ihm. Und wenn er sich umdreht, kaum! Die große Frage ist, ob man ihm den Chip schon geben soll, bevor man ihn erledigt. Immerhin weiß er genau, was damit zu tun ist. Er könnte ja seine Verteidigungsmittel sofort verbessern oder sogar neue freischalten. Und mit diesen Verteidigungsupgrades könnte es schwieriger werden, ihn auszuschalten. Schwer zu sagen. Es liegt an Ihnen. Melden Sie sich, wenn alles bereit ist und ich rolle ins Lucky 38. Habe ich mit dem Chip recht, kann ich mich auf den Zentralrechner installieren. Das wird großartig. Ich werde Ihnen helfen, so viel zu erreichen, ob ich nun will oder nicht. Mhm. Sollte ich diese Stämme fragen, ob Sie ein unabhängiges Vegas unterstützen würden? Oh, das meinte ich nicht. Wer braucht schon deren Unterstützung? Die Securitrons sind alle Unterstützung, die Sie benötigen werden. Ich meinte, dass Sie sich mit diesen Stämmen vertraut machen sollten und entscheiden, welche Sie mögen und welche nicht. Es geht um die Zukunft von Vegas. Wählen Sie Ihre Nachbarn. Wenn Ihnen ein Stamm gefällt, dann lassen Sie ihn in Ruhe. Und wenn ein Stamm böse ist oder ein Problem werden könnte, dann löschen Sie ihn einfach aus. Es ist alles Ihre Entscheidung. Welche Stämme sollte ich denn besser kennenlernen? Davon gibt es viele. Einige haben Sie vielleicht schon kennengelernt. Etwa die Vorsitzenden. Sie sollten unbedingt die anderen Familien auf dem Strip besuchen. Also die Omertas und die Feinschmeckergesellschaft, um mehr über sie zu erfahren. Auch abseits des Strips gibt es wichtige Gruppen, wie die Rumser, die Großkarne und die Stählerne Bruderschaft. Benny hat einen Securitron umprogrammiert, ganz alleine. Oh, er hatte etwas Hilfe von einer Freundin. Sie sagte, sie würde in einem Fort in Freeside leben, aber an mehr kann ich mich nicht erinnern. Okay. Du hast etwas über einen Bunker beim Fort gesagt? Richtig, das ist einer von 2 Orten in Mr. Houses Netzwerk mit Nicht-Standard-Hardware. Ich vermute, es gibt dort ein Lesegerät, das den Chip dekodieren kann. Und wer weiß was noch? Vielleicht einen Riesenroboter oder so etwas. Das sehe ich mir mal an. Schön. Informieren Sie mich über Ihre Erkenntnisse. Sprechen wir über die Stämme, die ich besser kennenlernen sollte? Aber sicher. Fragen Sie. Was weißt du über die Rumser? Weil da müssen wir jetzt hin. Das müssen wirklich üble Leute sein. Ich habe noch nichts Gutes über sie gehört. Sie schießen mit ihrer Artillerie auf jeden, der sich ihrer Siedlung auf der Nellis Air Force Base nähert. Wenn das nicht unhöflich ist. Wenn man sie aber davon überzeugen könnte, mit ihren dicken Dingern Richtung Legion oder RNK zu rumsen, wäre das wieder eine praktische Sache, oder? Richtig, ich melde mich wieder bei dir. Nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen. Kann ich sonst irgendwie helfen? Erzähl mir was über die Großkarne. Die Karne sind einfach schmutzige Leute. Sie leben in Zelten wie Tiere. Und sie sind sehr unhöflich. Sie wurden viel durch die Gegend gescheucht, aber niemand hat sie fertig gemacht. Bis jetzt jedenfalls. Wie sind die Karne herumgeschubst worden? Sie waren einer der Stämme, den die 3 Familien aus Vegas vertrieben haben. Das ging nicht ohne Verluste. Also ließen sie sich in Bitter Springs nieder, waren aber so aufsässig, dass die RNK noch ein paar mehr von ihnen töten musste. Dann siedelten sie im Red Rock Canyon. Man wird sie einfach nicht los. Sprechen wir über etwas anderes. Worüber sollen wir jetzt sprechen? Was ist das für ein Ort? Dies ist Bennys Werkstatt. Während der Renovierung des Tops hat er diese Hälfte der Etage für den Eigenbedarf absperren lassen. Man könnte sagen, das ist meine ganze Welt. Ich glaube nicht, dass ich diesen Raum je verlassen habe. Aber das macht nichts. Ich beschwere mich nicht. Okay, auf Wiedersehen. Bleiben Sie nicht zu lange weg. Der Ja-Sager. Heieiei, der hat eine Waffel. Der Roboter. So, was haben wir denn hier noch? Kaputtes Terminal. Kaputt, kaputt, kaputt. Alles kaputt. Dietrich und du nehmen wir mal mit. Autsch! Was ist das denn hier? Das macht ein bisschen den Eindruck, als sei dies ein Abwasserkanal. Da ist vielleicht, wenn man das nicht auf dem freundlichen Weg versucht, ist das vielleicht die Möglichkeit, hier reinzukommen. Aha. Die steckt also mit Vault 21 unter einer Decke. Gut zu wissen. Der Ja-Sager. Ja, mir stellt sich jetzt die Frage, ob wir hier noch weiter rumsuchen sollen auf diesem Stockwerk. Oder das mal lieber lassen. Ich habe doch gerade jetzt gespeichert, oder? Hm. Erstmal müssen wir Hapa-Hapa machen. Lecker Brahmin-Steak. Yum, 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 yum. Ihr habt nichts dagegen, dass ich hier bin. Das ist gut. Na, fällt Ihnen der Wahnsinn hier? Die lenkt die Wachen ab. Das heißt, ich nehme mir mal eben die Punkte mit hier. Ring a ding, baby. Ja, du mir auch. Wie geht's? Wie steht's? Alles gut, Mann. Wir gehen wieder runter. Und denn ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu holen. Wir sollten da vielleicht nochmal das ein oder andere Wörtchen mit Benny reden. Diet, 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 diet. Nach Hof? Gehen wir mal nach Hof. Heieiei, was ist hier denn? Also diese Leute hier, die wissen schon, wie sie sich's gut gehen lassen. Dieser Ort ist einfach der Hammer. Sauberes Wasser. Herrlich. So, was haben wir hier? Ein Vorsitzender mit Waffe. Ein Spieler, ein Vorsitzender, ein Spieler. Ein Weg ins Restaurant. Guten Morgen. Guten Morgen. Möchten Sie einen Drink? Aber hallo, ich bin total ausgetrocknet. Die besten Drinks in Vegas, Baby. Was soll es sein? So, das sieht gut aus. Was haben wir denn noch hier? Ein Deckel, den wollen wir natürlich nicht bezahlen, also lassen wir mal die Finger davon. Ich hoffe nur, dass wir hier nicht irgendwann aufräumen müssen. So, sollen wir denn mal mit Benny noch reden? Oder sollen wir uns nicht auffliegen lassen? Hm. Achso, wir müssen sowieso noch zu den Aces, oder wie das hieß. Nach oben, weil wir da noch diesen Komiker haben, der hier vielleicht auftreten kann. Tops Restaurant? Nee. Ich mag diesen wirren Slang. Ja, Baby. Wo sind wir denn hier? Da ist das Aces. Da hört man die Spielautomaten. Ja. Tommy Torini. Hey. Spieler. Packsänger. Barkeeper. Spielerin. Ja, liebe Freunde, wir werden schauen, ob wir hier was erreichen können. In der nächsten Folge nämlich, wenn es wieder heißt Fallout New Vegas. Würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst ganz viele Kommentare, Daumen, Abos, Likes da, denn davon lebe ich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und bis bald. Bis zur nächsten Folge.